Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute, wer ist die Nummer 1 in diesem Game, Amana Käufisch? Was geht, YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Leute, wir spielen heute eine Runde Black Ops 2. Haben sich sehr viele gewünscht beim letzten Mal und ihr wisst, was ich euch wünsche. Da bin ich natürlich für euch am Start, Leute. Ja, wir spielen eine Runde Black Ops 2. Bevor das Video losgeht, muss ich jetzt ganz kurz Werbung einblenden, aber das ist mein eigenes Produkt, also entspannt euch. Oh mein Gott, was ist das denn, Digga? Okay, let's go. Also, Leute, es ist von Tryhard Plus. Es war ja komplett ausverkauft. Das ist mein Gaming Booster, mit dem ihr etwas besser werdet beim Game eventuell. Dazu packe ich euch immer das Infovideo in die Videobeschreibung, wo ich alles erkläre. Auf jeden Fall sind die Produkte jetzt wieder verfügbar. Das heißt, Leute, es gibt wieder 500 Dosen vom Scorpion-Geschmack, mehr aber noch nicht. Und ein paar Shaker sind noch dabei. Also die ersten, die bestellen, ich weiß nicht, wie viele, bekommen noch den Gratis-Shaker mit dazu. Oh, geiles Gefühl, Leute. Ich hoffe, dass BO4 auch genau wieder sich so anfühlen wird, Leute. Haltet einfach bitte alle die Fresse. Danke dafür. Ja, Leute, gucken wir doch mal, ob ich es noch kann. Ich habe das Spiel jetzt auch nicht vorher gespielt, sondern ich habe jetzt direkt gestartet, die Aufnahme, in der Sekunde, in der ich auch angefangen habe zu zocken, Leute. Bisschen authentischer Shit ist da. Im Übrigen kommt heute auch die Room-Tour auf dem Hauptkanal, also checkt das doch gerne mal ab, wenn ihr Bock drauf habt, wie ein Dodge Pickup Truck, 100er Prezi wird niemals weg sein, glaube ich. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, es ist so, es ist wirklich wie Fahrradfahren. Oh, er hat natürlich die Weste. Ja, Leute, Black Ops 2, Alter, es ist einfach immer noch die große COD-Liebe, ey, wenn ich daran denke, was dieses Spiel alles gemacht hat in meinem ganzen Leben, das ist, das kann man gar nicht alles erzählen, Leute, das ist viel zu viel, Alter, aber auf jeden Fall ist das schnell. Jawohl, ich wusste es, ey. Das klappt immer, wenn man geflasht ist. Und jetzt schnell. Boah, Leute, Mann, wer ist der Beste in dem Drecksgame, Alter? Wer ist der Beste in dem Drecksgame, hä? Okay, das wäre jetzt zu heftig gewesen, aber. Ach, Leute, ihr kennt das doch. Ich glaube, das kann man nicht verlernen. Viele sagen immer, ah, man hört irgendwann auf, gut zu sein in irgendeinem Spiel. Aber wenn ich mir überlege, dass Ninja 2 Jahre älter ist als ich und in Fortnite wirklich alles zerreißt, mache ich mir diesbezüglich eigentlich nicht so wirklich Sorgen, dass man da irgendwie. Klar, die Reaktion, aber. Irgendwann, also für Public wird es immer reichen, ganz ehrlich, weil die Reaktion der Gegner ist ja teilweise so auf Lego-Niveau. Also so wie ich mir so Lego-Figuren vorstelle, wie sie reagieren würden teilweise. Und dementsprechend könnten die jetzt hinter mir spawnen. Oh, okay, jetzt ist gerade eine eklige Situation, wo man den Spawn nicht so genau weiß. Aber ich würde sagen, die spawnen jetzt hier, Leute. Das war so eine gechillte Anfangsrunde hier. Oh, Leute, aber ich mache schon miese Sachen mit denen. Sauber, Teammate. Okay, die kommen jetzt hier. Ich denke, am meisten lustigerweise an 2014, wenn ich spiele. Nicht mal 2013, obwohl ich da wahrscheinlich mehr gespielt habe. Ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwie dieser Full House Vibe ist dann voll am Start. Und guck mal, Leute, der Typ, ah, er hat's gecheckt, aber ich hatte aber die schlechtere Pose. Ey, aber es ist so geil, Mann. Digga, es ist einfach nice, dieses Game zu zocken. Ey, allein diese Map, was ich mit dieser Map verbinde, das ist ja nicht mehr normal. Da hinten ist ja der berühmt-berüchtigte Ort, Alter. Wen challengest du hier, wie Massi immer sagt? Ich wusste, dass er irgendwann wiederkommt. 18 zu 4 in meiner ersten Runde seit so langer Zeit, Alter. Oh mein Gott, Leute, wer ist die Nummer 1 in diesem Game, Amana Käufisch? Ah. Der C4-Turner war sowas von Real Talk, Alter. Leute, was mache ich mit denen? Das ist mal Real Talk. Das ist ja nicht mehr lustig. Das grenzt ja schon an wirklich Belästigung, was ich hier mache. Ich glaube, ich werde in nächster Zeit einfach 4 BO2 hochladen, einfach weil es mir Spaß macht. Und so viele Hacker, wie alle sagen, finde ich gar nicht. Keine Ahnung. Oh mein Gott! Was mache ich denn hier? Die Armen, Alter! Digga, das tut mir fast schon leid irgendwie. Das tut mir echt fast schon leid, was ich gerade mit denen anstelle, Digga. Der Triple Turn war einfach gerade mal so am Start, Digga. Ich würde sagen, mal easy 29-6, erste Runde. Alter. Genau, Leute. Und für die Leute, jetzt habe ich es nämlich gerade erfahren, für die Leute, die keinen Gratis-Shaker dazu bekommen, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele das jetzt noch sein werden, die eine zubekommen, die können einen ganz normalen Standard-Shaker dazu kaufen. Der ist wirklich gut. Wir hatten früher einen Scheiß-Shaker, ganz, ganz früher, aber das wisst ihr gar nicht, weil den haben wir nie richtig rausgebracht. Der Shaker, den wir jetzt rausbringen, der ist richtig High-Quality. Wir bezahlen richtig viel in der Herstellung. Also, der Shaker ist auf jeden Fall nicht schlecht. Mit dem Code SCORPION10 bekommt ihr 10% Rabatt. Okay, also mit Scorpion 10 gibt es 10% Rabatt, habe ich jetzt nochmal schnell für euch gesortet. Und ja, die ersten 500 können es kaufen, danach wird es dann halt keins mehr geben, erstmal wieder und wird wieder ein bisschen dauern. Also schlag zu, ihr Schlawiner. So Leute, wir spielen eine Runde Herrschaft auf Jemen. Let's go, das Biest. Und ich werde wahrscheinlich gesniped in 3, 2, 1.
Ja, wie krass muss man sein, um Sorry, du Hurensohn als Emblem drin zu haben. Da musst du ja echt einen gigantischen Cock in der Hose haben. Und da musst du auch... Nein, 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 nein. Er war wie Fortnite, er hat sich so rückwärts bewegen, wollte glaube ich gleich anfangen zu bauen, Alter. Na, wo bist du, Kollege? Ja, du bist schon gestorben, schade. Ja, 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 gegen diesen Menschen spielt ihr nämlich gerade, nicht gegen irgendwelche Randoms, Alter. Okay. Das ist, man könnte das echt so ein bisschen Road to... Hör jetzt auf. Könnte es echt so ein bisschen Road to BO4 mäßig machen, Alter. Könnte man theoretisch schon so sorten, sag ich mal. Weil... Letztendlich ist es ja genau das. Im Übrigen, ganz ehrlich, ich fände einen Battle Royale Mode cool. Ich fände es cool, einen Battle Royale Mode. Und das meine ich gerade ganz ernst. Viele sind zwar dagegen, aber viele erwarten auch, dass man 2013 wieder zurückholen kann, aber das kann man halt einfach nicht. Man muss halt einfach ein bisschen weiterkommen auch im Leben, sag ich mal, ne? Und das ist halt dann einfach so. Und die Leute, die jetzt erwarten, das wird genau wie Black Ops 2, Digga. Das kann gar nicht sein. Wieso sollte es aber auch? BO2 können wir doch spielen, wir können es einfach in die Konsole legen. Aber wir können was... Was Nices Neues. Auch, gibt's auch, tatsächlich. Schön das Messer durchgezogen durch den Kollegen. Ich habe die ausgelöst und der Teammate ist gestorben. Gibt nichts Schöneres. Oh oh. Okay. Schluss jetzt. Ach komm, eins zu Orbi, Leute. Ja, die Capture Kills sind wichtig, aber es reicht jetzt auch. Wir dürfen es auch nicht übertreiben. Na komm. Verteidigerabschluss ist auch immer entspannt. Okay, 10er Gunstreak ist jetzt wenigstens schon am Start. Wir können Head Glitch benutzen. Let's go, wir haben wieder Orbi. Stabil. Okay, der Typ will sich hier die B-Flagge safen. Im Undercover-Modus. Aber wird leider geholt. Ich frage mich, ob ich den da oben im C4 rausholen könnte. Aber könnte ich nicht mal, traurigerweise. Na, pusht er? Er pusht nicht mal. Guck mal, er pusht nicht mal. Ja, was geht hier für eine Bumsparty? Okay, die Halbzeit ist gleich vorbei und es laggt auf einmal wie scheiße. Ich muss kurz chillen, Leute. Unnachgiebig. Okay, Leute, wir sind auf 20er Streak. Vielleicht können wir sogar die Nuklear perfekt machen. Wäre natürlich chillig. Also man verlernt es auf jeden Fall nicht so schnell, wie man denkt. Wir müssen jetzt eigentlich nur schlau sein. Digga, diese Bilder, die manchmal eingeblendet werden hier, was manche Leute in den Lobbys benutzen, da fragt man sich, ob das Video dann überhaupt noch monetarisiert werden kann, theoretisch. Falls ihr euch fragt, warum ich jetzt so früh die Drohne rausgehauen habe, eigentlich aus einem Grund. Und zwar, wenn jetzt irgendein Teammate einen Kill macht, müsste ich den Orbi dadurch bekommen. Digga, wenn ich aber nicht mehr, genau das. Puh. Oh mein Gott, was war das? Für ein... What the fuck war das gerade, Leute? Was war das für ein Spawn? Ich finde das richtig frech gerade von dem Game. Schade, ich hatte das würde kommen. Feindlicher Blitzschlag oder was? Ich kann es gerade einfach nicht glauben, Leute. Ich kann nicht glauben, wie frech Dingens gerade war, Leute.
Oh mein Gott, Leute, die wissen ganz genau, wo ich bin. Nuklear live. Leute, das ist... Das können wir gar nicht verlernen. Das können wir nicht verlernen, Leute. In BO4 werde ich sowieso wieder der Gameplay King, aber bis dahin genießen wir diese Lobby nochmal, würde ich sagen. Und vor allem, da waren zwei Szenen drin, die waren nicht easy zu überleben. Ja, versuch's erst. Ja, dich habe ich sowieso. Aber wir können sogar eine kleine Gunstreak draus machen. So. Wenn die jetzt, Digga, aber ich check auch nicht, wie der eine Typ, wie er kein schlechtes Gewissen haben kann, obwohl er so campt. Ich muss einen Eroberungsabschluss machen, deswegen laufe ich hier so schnell. Danke. Der Typ, der wird auch niemals aufhören, so eklig zu campen. Aber ich werde auch niemals aufhören, ihn zu töten und zu töten. Die ganze Zeit. Na, wo geht's für dich hin, mein Freund? Ich liebe diese arroganten Sprüche rauszuhauen die ganze Zeit. Besser geht's nicht. Das macht COD für mich aus. Ey, der hat die ganze Zeit Esmin. Dass ihm das nicht peinlich ist, ne? Wie so ein Papagei sitzt der hier. Der checkt auch gar nicht. Die da oben, keine Ahnung, was mit denen los ist. Boah, Leute, das war knapp. Das war richtig, richtig knapp. Frag mich nicht, warum ich in den jetzt genau gedropshottet habe. Es ist einfach Marcel. Ich habe manchmal einfach Entscheidungen, die kann ich selber nicht nachvollziehen. Ah, die Flagge hätte ich gebraucht. Da ist ein Gegner drin. Ah, jetzt bin ich gestorben, Leute. Aber die Gunstreak auf jeden Fall nicht so schlecht, würde ich sagen. Ja, Leute, das ist natürlich cool, dass es jetzt geklappt hat. Boah, scheiße, ich hätte doch echt noch Zeit gehabt. Das wäre so eine Lobby, wo du von der Zeit her eine Triple machen kannst. Ohne Scheiß jetzt. Frechsack. Juckt ihn gar nicht. Juckt ihn gar nicht. Da, komm. Geile Lobby, Leute. Er läuft aber auch wieder rein, ne? Er wollte gucken, ob ich noch weiter schieße. Okay, Leute, das Gameplay mit einem 55 zu 5. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst gerne ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Checkt auf jeden Fall die letzten Videos gerne ab. Ich bin raus für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.